Genau. Moin zusammen. Heute darf ich auf den besten MRM-CD aller Zeiten über das beste Hobby aller Zeiten sprechen, nämlich über den Amateurfunk. Und möchte euch heute erzählen, warum genau ihr genau jetzt mit Amateurfunk anfangen solltet, gerade so als chaosnahe Menschen. Genau. Ich fange einfach mal an. Einmal kurz das Übliche zu mir. Ich bin erst seit Anfang dieses Jahres Funkamateur, habe die Lizenzklasse A gemacht. Zu den verschiedenen Lizenzklassen werde ich gleich auch noch mal was erzählen. Und eine Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, warum habe ich erst so spät damit angefangen? Also ich habe festgestellt, das ist genau mein Ding. Es macht unfassbar viel Spaß und hatte irgendwie nie so einen wirklichen Berührungspunkt oder so einen Bezugspunkt dazu und habe mir gedacht, okay, dann halte ich jetzt einfach mal einen Talk über das Thema in der Hoffnung, dass es vielleicht noch andere Menschen gibt, denen es genauso geht, die von diesem Hobby dann ein bisschen Wind bekommen und dann auch feststellen, das macht super viel Spaß. Genau. Rufzeichen sind immer so eine Sache im Amateurfunk. Das ist eine sehr eindeutige ID. Das nenne ich euch auch gerne persönlich, sprecht mich gerne an. Und wenn jemand nach dem Talk noch Fragen hat oder noch was anderes wissen möchte zum Thema Amateurfunk, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Genau. Fangen wir an mit einem ganz schlimmen Part, nämlich Interaktion. Es tut mir leid. Das ist auch der einzige interaktive Blog. Das heißt, danach lasse ich euch auch in Ruhe. Aber ich wäre dankbar, wenn ihr alle mal kurz die Hand heben könntet bei den verschiedenen Aussagen, ob ihr zustimmt oder nicht. Genau, wer von euch interessiert sich denn für Raumfahrt, den Weltraum oder halt Geophysik, Physik? Okay, das sind fast alle. Wer von euch interessiert sich für dezentrale Kommunikation? Auch fast alle. Wer interessiert sich für Völkerverständigung oder Sprachen? Das sind auch einige. Wer von euch interessiert sich für Elektronik oder Spaß am Gerät? Okay, das sind auch mehr oder weniger alle. Wer interessiert sich für Software- oder Firmware-Mods? Das ist auch ein großer Teil. Wer interessiert sich für Nerdwissen oder halt auch so semi-nützliche Fakten? Das sind auch viele. Und wer sammelt gerne Dinge? Das sind auch einige. Wunderbar, perfekt, das habe ich gehofft. Die MRM-CD 2023 lassen nämlich grüßen. Alle, die jetzt mindestens eine Frage mit Ja beantwortet haben, sollten nämlich jetzt aufpassen, denn jetzt geht es ins Rabbit Hole Amateurfunk. Wie ich nämlich festgestellt habe, ist das so ein Rabbit Hole, das betritt man und schaut sich dann um und sofort sieht man 10 neue Rabbit Holes und dann geht man in das nächste Rabbit Hole rein und man hat wieder ein Rabbit Hole. Es hört und hört und hört nicht auf. Deswegen auch mein Disclaimer, das ist nicht möglich, wirklich alle Facetten des Amateurfunks in einen Vortrag zu pressen. Aber ich versuche wirklich jetzt einen schönen Überblick zu geben, dass ihr eine grobe Ahnung davon habt, was bedeutet dieses Hobby, was kann man machen, was gibt es für Möglichkeiten. Genau. Ich fange jetzt erstmal nochmal an mit der großen Frage, was ist denn jetzt eigentlich genau Amateurfunk? Ich glaube, das ist immer wichtig, da auch nochmal so ein bisschen in die Definition zu gehen. Ich habe es ein bisschen vereinfacht erstmal. Also grundsätzlich ist es so, es gibt Funkfrequenzen, die stehen halt weltweit und auch regional zu einer nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung. Das ist also ein großer Schatz, den es da gibt. Und den kann man halt, oder diese Frequenzen kann man halt für Experimentierfunk nutzen. Oder halt eben auch zur Völkerverständigung und halt eben zu allen Dingen, die halt nicht kommerziell sind. Also das ist ein nicht kommerzielles Hobby. Dann wollte ich noch mal was zum Begriff Amateur sagen. Also Amateur klingt ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so nach, ich sag mal, Kreisklasse beim Fußball. Aber genauso wie Fußballfelder keine Maßeinheit sind, ist auch Fußball da kein Maßstab, wenn es darum geht, was der Amateur im Zusammenhang mit Amateurfunk bedeutet. Die Profis im Funk, die benutzen halt Funk als Werkzeug. Das ist reines Mittel zum Zweck. Die verdienen da teilweise Geld mit.
Und Funkamateure, die zahlen sogar noch drauf. Die haben einfach Spaß an Radiowellen, an elektromagnetischen Wellen und machen es aus der Liebe zur Technik oder aus der Liebe zum Funk. Was halt auch besonders spannend ist am Amateurfunk, ist halt, dass man, wenn man lizenziert ist, Geräte selbst bauen darf und auch Geräte modifizieren darf. Man darf Antennen selbst bauen. Ich werde auch gleich nochmal was dazu sagen, was man ohne Lizenz darf. Das ist nämlich eines der großen Besonderheiten. Und es ist halt so, es werden nicht die Funkgeräte zugelassen, sondern die Funkamateurin oder der Funkamateur wird zugelassen und darf dann, weil entsprechende Kenntnisse nachgewiesen worden sind, eben Geräte selbst bauen, benutzen, betreiben und halt auch wirklich hohe Sendeleistungen benutzen, was halt auch ja, mit einer hohen Verantwortung einhergeht. Das heißt, man muss halt eine gewisse Sachkenntnis nachweisen, um halt diese Privilegien zu bekommen. Und es sind eigene Protokolle oder Modulationsverfahren erlaubt. Es ist ja ein Experimentierfunk, aber es muss entschlüsselbar sein. Also es muss in offener Sprache sein. Das heißt, man darf jetzt seine Aussendungen im Amateurfunk nicht verschlüsseln, eben weil es halt ein Experimentierfunk ist und auch andere Teilnehmer halt eine Chance kriegen sollen, das zu empfangen und dann auch was damit anfangen können sollen. Weil das wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt irgendwie eine Antenne teste und guck mal, was kann ich denn jetzt für Signale empfangen, aber weiß gar nicht, wo das herkommt, weil alles verschlüsselt ist. Das heißt, man möchte ja schon wissen, cool, habe ich mit meiner Antenne jetzt auf einmal Signale aus Japan empfangen oder waren das Signale aus dem Nachbargarten? Ja. Genau, dann ganz kurz zur Historie. Es gibt ellenlange Vorträge über die Historie des Amateurfunks. Ich habe versucht, das auf eine Folie zu begrenzen, weil ich immer so Historien nicht unbedingt immer so spannend finde. Aber das hat sich so ergeben, die Pioniere des Funks, also Hertz, Marconi, auch Tesla, die haben Ende des 19. Jahrhunderts der sogenannten drahtlosen Telegrafie den Weg geebnet. Also früher gab es ja Telegrafenmasten, wo drüber dann gemorst wurde, um Nachrichten zu übertragen. Und das wurde dann irgendwann drahtlos. Und das hat natürlich Interesse bei vielen Menschen geweckt. Die wollten mitmachen, haben angefangen, auch eigene Empfänger, eigene Sender zu bauen und einfach losgelegt. Und da hat sich dann auch die IARU gegründet, also so eine Interessenvertretung. Und das war natürlich auf den Frequenzen erstmal ein großes Durcheinander. Wenn da jeder anfängt, Sender zu bauen, dann stört man sich natürlich auch gegenseitig. Und dann wurde halt 1927 auf der Weltfunkkonferenz wurden bestimmte Amateurfunkbänder, also das sind diese Bänder, das sind Wellenlängen, die wurden dem Amateurfunk zugewiesen. Und ja, das waren jetzt so 160 Meter, 80, 40, 20, 15, 10, also ein Mittelwellenband 160 und die anderen Bänder, das sind Kurzwellenbänder. Die gibt es heute immer noch, die sind heute immer noch dem Amateurfunk zugewiesen, aber es gibt heutzutage noch viel mehr Frequenzbereiche, die dazugekommen sind. Genau, ich hatte eingangs gesagt, man macht eine Lizenz. Die gute Frage ist natürlich, was darf man denn eigentlich ohne Lizenz? Also bevor man eine Lizenz macht, möchte man natürlich auch wissen, lohnt sich das überhaupt? Was kann ich denn ohne Lizenz machen? Da gibt es auch einige Dinge. Also grundsätzlich darf man durch Dritte lizenzierte Funkanwendungen nutzen. Gutes Beispiel ist Mobilfunk. Da sind die Frequenzen bestimmten Providern einfach zugeordnet. Die haben das lizenziert. Oder DECT, das wurde dann auch mal von den Herstellern in Deutschland lizenziert. Dann gibt es das sogenannte ISM-Band. Das kennen, glaube ich, auch die meisten. Ich glaube, da haben auch bestimmt einige schon ein bisschen mit rumexperimentiert auf diesen Frequenzen. Da läuft zum Beispiel das WLAN drauf, Bluetooth, Mikrowellenherde, Babyphone, Autoschlüssel, alles Mögliche. Der Unterschied jetzt zu diesen durch Dritte lizenzierte Anwendungen ist halt, dass das mehr oder weniger weltweit gilt auf diesen Bändern. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Laptop, der ja WLAN-fähig ist, mit ins Ausland nehme, störe ich da jetzt nicht irgendwelche Funkanwendungen mit, weil das halt weltweit gilt, dass man auf diesen Frequenzen dann mit sehr niedriger Leistung wohlgemerkt senden darf. Dann gibt es auch noch den Jedermann-Funk, nennt sich das. Es gibt auf verschiedenen Frequenzen die Möglichkeit mit
ich sag mal, typengerechten Geräten. Also das sind wirklich so Geräte mit CE-Kennzeichen und wenn die nicht konform sind, dann gibt es von der Bundesnetzagentur auch ein Verkaufsverbot. Das heißt, da ist man dann in einem sehr engen Korsett, was man wirklich machen darf. Und die Sendeleistung, wir werden gleich noch sehen, wie viel Sendeleistung man im Amateurfunk machen darf, die sind natürlich sehr niedrig. Also im CB-Funk auf 27 Megahertz, das ist schon der Kurzwellenbereich, bis zu 12 Watt mit Selbsterklärung. Das heißt, man muss bei der Bundesnetzagentur auch eine Selbsterklärung einreichen. Ansonsten darf man auch nur 4 Watt machen. Und ja, bei Freenet im VHF-Bereich, das sind nur 1 Watt und bei PMR 446 dann nur 0,5 Watt. Und ganz wichtig, der Selbstbau und auch der Umbau von Geräten, das ist verboten, darf man einfach nicht. Das heißt, wenn man selber bauen möchte, wenn man basteln möchte, dann braucht man schon eine Amateurfunklizenz. Und was man auch ohne Lizenz darf, ist natürlich dem Amateurfunkbetrieb zuhören. Der ist ja unverschlüsselt, frei zugänglich und jeder darf sich zum Beispiel selbst einen Empfänger bauen, um den Amateurfunk zu empfangen. Man darf sich auch ein Amateurfunkgerät einfach kaufen, solange man nicht auf Senden drückt und darf den Amateurfunk empfangen. Was man zum Beispiel nicht darf, ist Flugfunk abhören. Ne? Also wenn man zum Beispiel einfach nur mal testen will, kann ich was hören, dann eignet sich der Amateurfunk auch für Leute ohne Lizenz, um mal ein bisschen was auszuprobieren. Genau. Dann kommen wir nochmal zu dem Thema Lizenz. Also die Lizenz wird tatsächlich bei der Bundesnetzagentur abgenommen. Es ist ein internationales Hobby, das heißt, in vielen Ländern ist es ähnlich, dass man da zum Äquivalent der Bundesnetzagentur macht oder die, ich sag mal, Bundesnetzagentur-Äquivalente in den anderen Ländern haben das an einen großen Verein sozusagen abgegeben und das wird dann bei großen Vereinen abgenommen. In Deutschland ist es aber tatsächlich noch die Bundesnetzagentur, bei der man die Prüfung ablegen muss. Und das ist eine Multiple-Choice-Prüfung und der Fragenkatalog ist auch veröffentlicht. Das heißt, man kann sich zur Vorbereitung auch wirklich alle Fragen anschauen. Es gibt ein sehr großes Kursangebot, das heißt, es gibt Online-Kurse, es gibt Präsenzkurse und es gibt auch Material zum Selbststudium. Ein sehr schönes Beispiel, ich weiß nicht, wer auf dem Easter Hack den Vortrag von Matthias Jung und TechHexe gesehen hat, zum Beispiel auf 50ohm.de gibt es ganz viel Material, kann ich nur empfehlen. Und wenn man dann sozusagen seine Prüfung bestanden hat bei der Bundesnetzagentur, dann hat man seine Lizenz und kann dann eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst beantragen und bekommt dann auch ein persönliches Rufzeichen zugewiesen. Zum Thema Rufzeichen komme ich auch gleich nochmal. Und was man genau darf, das hängt dann von der Lizenzklasse ab, weil wir mittlerweile, das ist jetzt neu seit diesem Jahr, 3 Lizenzklassen haben im Amateurfunk. Da habe ich einfach mal einen Screenshot von 50ohm.de genommen. Das ist wirklich eine super Seite. Es gibt 3 Klassen. Einmal die N-Lizenz für Neulinge, dann die Klasse E, die erweiterte Lizenz und dann die Klasse A, die sozusagen alles ermöglicht, was man als Funkamateur machen kann. Ein sehr großer Unterschied, das ist jetzt zum Beispiel hier die Sendeleistung. Wenn wir hier mal gucken in der Klasse N, da darf man nur 10 Watt ERP bzw. EIRP machen. Also das ist sozusagen eine relative Sendeleistung im Vergleich zu einer Referenzantenne. Also da geht es tatsächlich um die abgestrahlte Leistung. Das heißt, man darf, ich sag mal, 10 Watt aus der Antenne abstrahlen, wie es beispielsweise ein Dipol bei ERP oder halt ein isotroper Kugelstrahler machen würde bei EIRP. Bei der Klasse E ist es dann schon anders. Da hat man dann 100 Watt PEP und das ist wirklich die Leistung, die man auf die Antenne draufgeben darf. Das heißt, man muss sich da auch keine Gedanken drüber machen, wie das im Vergleich zu einer Referenzantenne ist, sondern man darf wirklich auch in eine Antenne, die einen sehr hohen Gain hat, auch 100 Watt reingeben und das ist schon sehr ordentlich. Also ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe die Klasse A, aber ich habe jetzt mit meinen eigenen Geräten noch nie mehr als 100 Watt Leistung gemacht, aber man kommt trotzdem sehr weit. Dazu werde ich aber auch noch mal gleich was erzählen. Genau, in der Klasse A darf man dann wirklich 750 Watt PEP abgeben. Das ist schon sehr, sehr viel, sehr ordentlich.
da ist dann aus meiner Sicht eher interessanter, was sozusagen die Amateurfunkbänder angeht, die man benutzen darf. In der Klasse N hat man 3 Bänder, 10 Meter, 2 Meter, 70 Zentimeter. Zu den verschiedenen Bändern werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und danach werden wir nochmal auf die Lizenzübersicht schauen, weil ich das selber, als ich noch nicht mich mit Amateurfunk beschäftigt habe, immer ein bisschen sehr abstrakt fand. Da wurden einem immer irgendwelche Bänder um die Ohren gehauen und man wusste gar nicht, wie habe ich das jetzt einzuordnen. Deswegen werde ich gleich auch nochmal, wenn ich mehr zu den Bändern gesagt habe, nochmal wieder auf die Übersicht springen. Was auch noch ganz interessant ist, sind die Prüfungsteile. Das heißt, es ist mittlerweile so, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte die Klasse E machen oder ich möchte die Klasse A machen, dann muss man halt einmal die betrieblichen Kenntnisse, die Kenntnisse von Vorschriften und die technischen Kenntnisse der N machen. Wenn man das dann besteht, kriegt man den nächsten Fragebogen und wenn man das bestanden hat, kriegt man den nächsten Fragebogen und man fällt quasi, man hat quasi einen Fallback. Das heißt, wenn man jetzt es bis zu den technischen Kenntnissen E geschafft hat in der Prüfung, macht dann den A-Bogen, besteht den A-Bogen nicht, dann hat man trotzdem die E. Das ist auch eine Neuerung. Früher war es tatsächlich so, also letztes Jahr war es noch so, wenn man versucht hat, die Klasse A direkt zu machen und hat nicht bestanden, dann hatte man erstmal nichts und konnte dann halt eine Wiederholungsprüfung machen für den Prüfungsteil, den man nicht bestanden hat. Genau. Was auch noch spannend ist, sind die internationalen Vorgaben. Da geht es darum, wenn man im Ausland funken möchte, da ist es halt so, die Klasse A wird halt in den meisten anderen Ländern auch anerkannt. Bei der Klasse E gibt es auch schon viele Länder, die Klasse E anerkennen. Und bei der Klasse N, da sie halt sehr neu ist und auch nicht so viele Länder 3 Lizenzklassen haben, gibt es noch wenig Anerkennung im Ausland, dass man dann halt im Ausland funken kann. Gut, kommen wir zu dem Thema Rufzeichen. Also unten steht das ja auch schon, also Klasse N hat einen bestimmten Rufzeichenbereich mit Delta November 9. Klasse E hat Delta Oscar 1 bis 9 und Delta Alpha 6. Und die Klasse A hat Delta Bravo 1 bis Delta Mike 9, wobei da zwischen in dem Bereich auch noch Präfixe sind, die nicht unbedingt für den Amateurfunk vergeben werden. Genau. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon was von Rufzeichen erzählt. Und es ist so, dass Funkstellen, zum Beispiel im Seefunk, im Flugfunk oder auch im Amateurfunk ein eindeutiges Rufzeichen haben. Deswegen habe ich jetzt hier auch dieses Bild von dem Flugzeug mit reingenommen. Bei Flugzeugen befindet sich wird dieses Rufzeichen oft auch außen auf das Flugzeug gemalt. Und wenn jetzt hier Funkamateure dabei sind, die würden sofort sagen können, aus welchem Land dieses Flugzeug kommt. Weiß zufällig jemand, aus welchem Land das Flugzeug kommt? Also es ist ein britisches Flugzeug. Da sind wir wieder bei dem, ich sag mal, Nerdwissen, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt halt diese Rufzeichenpräfixe von der ITU und die Präfixe, die ziehen sich halt durch. Die ziehen sich halt durch Amateurfunkrufzeichen durch Seefunkrufzeichen oder durch Flugfunkrufzeichen. Und wenn man sich einige Zeit mit dem Amateurfunk beschäftigt, hat man nachher so viele Rufzeichenpräfixe im Kopf, dass man dann, wenn man irgendwo ein Flugzeug sieht und da steht ein Rufzeichen drauf, dann weiß man eigentlich, aus welchem Land das kommt, weil man diese Präfixe halt dann ständig irgendwie immer wieder sieht. Genau, was auch noch wichtig ist im Amateurfunk, muss man sich zu Beginn und am Ende eines Gesprächs identifizieren und während des Gesprächs alle 10 Minuten. Gespräche, also man muss nicht nur sprechen im Amateurfunk, komme ich gleich zu, aber das Rufzeichen muss man in irgendeiner Form senden. Das heißt, wenn man ein Bild schickt, dann schreibt man halt sein Rufzeichen auf das Bild drauf, damit auch ersichtlich ist, von wem das kommt. Deutschland hat die Präfixe Delta Alpha bis Delta Romeo und auch noch den Bereich Yankee 2 bis Yankee 9 zur Verfügung, wobei davon halt nicht alles im Amateurfunk genutzt wird, insbesondere Yankee 2 bis Yankee 9. Das kommt eigentlich aus der DDR, als die DDR sich so ein bisschen von der Bundesrepublik abgrenzen wollte. Die DDR hatte früher Delta Mike bis Delta Sierra. Und dann hat die DDR gesagt, nee, wir wollen jetzt was anderes haben, haben dann Yankee 2 bis Yankee 9 bekommen. Dafür hat dann die Bundesrepublik noch die Rufzeichen bis Delta Romeo dazu bekommen. Und Delta Sierra und Delta Tango sind an Südkorea gegangen beispielsweise. Das heißt, wenn jetzt ein Rufzeichen mit Delta beginnt, muss es nicht unbedingt ein deutsches Rufzeichen sein, sondern halt wirklich nur aus diesem Präfixblock.
Und genau, falls Österreicher oder Schweizer da sind, Österreich hat halt Oscar Echo, die Schweiz hat Hotel Bravo, wobei Hotel Bravo 0 noch eine Besonderheit ist mit Liechtenstein und Hotel Echo. Und Amateurfunkrufzeichen, die sind jetzt nicht so aufgebaut wie auf dem Flugzeug, sondern die bestehen halt aus einem Präfix, einem Numeral und einem Suffix. Ich denke mir mal ein Rufzeichen aus, das gibt es nicht. Delta Lima 1, Mike Romeo Mike, sozusagen für die MRMCD. Dann haben wir das Delta Lima, also das DL am Anfang. Das ist unser Präfix. Dann die 1 wäre unser Numeral und Suffix wäre dann sozusagen MRM. Also so ist ein Rufzeichen aufgebaut. Die Suffixe können unterschiedlich lang sein. Das unterscheidet sich auch zwischen verschiedenen Ländern, aber das Suffix muss mindestens aus einem Buchstaben bestehen. Kommen wir zu den Betriebsarten. Ich habe ja eben gesagt, man muss nicht nur reden. Und ich hatte am Anfang ja auch gesagt, es kam aus der drahtlosen Telegrafie. Und die Telegrafie gibt es heute noch. Das heißt, das da auf dem Bild, das ist eine Morse-Taste von der Bundeswehr. Und es wird heute tatsächlich im Amateurfunk auch noch sehr viel Telegrafie betrieben. Dann gibt es die Phonie, das heißt der klassische Sprechfunk. Da gibt es verschiedene Modulationsarten, Amplitudenmodulation, Single-Sideband, Frequenzmodulation und auch digitale Übertragungsverfahren. Gehe ich jetzt auch nicht im Detail drauf an. Dann kann man Bilder übertragen, zum Beispiel Slow-Scan-TV, ATV und auch ja für Mitarbeiter in deutschen Behörden. Man kann auch faxen über Amateurfunk, das geht auch. Und ja, Text und Daten geht natürlich auch. FT8 ist zum Beispiel ein Protokoll, das sehr bandbreiteneffizient ist und dadurch halt auch hohe Reichweiten möglich macht. Radio Teletype, Packet Radio, da kann man tatsächlich auch ein Netzwerk-Stack drauf benutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel TCP/IP über Packet Radio machen. Das gibt es beispielsweise auch im Amateurfunk. Dann ist es so, dass Funkamateure immer eine sehr, sehr spezielle Sprache haben. Da gibt es so Abkürzungen und Q-Gruppen. Ich könnte euch die jetzt alle um die Ohren hauen, aber das bringt ja auch jetzt nichts. Aber ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Einmal zum Beispiel das QSO, das ist eine Funkverbindung. QSL ist eine Bestätigung oder QTH ist ein Standort. Und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man im Amateurfunk mit jemandem spricht und etwas bestätigen will, dann sagt man tatsächlich auch QSL, QSL, wobei diese Abkürzungen eigentlich aus der Morse-Telegrafie kommen, um halt die Abläufe zu vereinfachen, dass man halt deutlich ja, effizienter mit den Zeichen umgehen kann. Und es gibt halt auch noch Abkürzungen, die sich eingebürgert haben, wie 55 oder 73 oder Hi, das Lachen. Es gibt einen super guten Wikipedia-Artikel zu dem Thema Liste von Abkürzungen im Amateurfunk, der ist ellenlang. Das Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. So, das erstmal zu den allgemeinen Dingen. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Amateurfunkbändern oder Frequenzen. Besonders interessant oder für viele sehr interessant ist eben die Kurzwelle, also High Frequency, HF. Das sind so Frequenzen von 3 bis 30 MHz und die breiten sich hauptsächlich über die Boden- und Raumwelle aus. Und dafür habe ich dann halt auch dieses Bild dazu genommen. Man sieht, die Bodenwelle, das ist halt tatsächlich das, was über den Boden geht. Und die Raumwelle, die wird halt an der Ionosphäre reflektiert und wird dann wieder von der Erde reflektiert, wieder von der Ionosphäre reflektiert, wenn man Glück hat, und landet dann ganz woanders auf der Welt. Und diese Ionosphäre, die besteht halt aus ionisierten Gasen, etwa 80 bis 300 Kilometer über der Erde. Und der Zustand der Ionosphäre ist stark von UV- und Röntgenstrahlung der Sonne abhängig. Im Moment sind wir im Sonnenfleckenmaximum. Ich hatte gerade ins Funkwetter geguckt, weil ich überlegt hatte, hier noch Ausbildungsfunk anzubieten, aber es sieht nicht sehr gut aus, weil wir im Moment sehr ordentlich mit Röntgenstrahlung bestrahlt werden und die Ionosphäre gerade ein bisschen verrückt spielt. Das heißt, man guckt tatsächlich, wenn man sich mit Amateurfunk beschäftigt, halt oft oder beschäftigt sich viel damit, was die Sonne im Moment gerade tut. Und es sind durch diese Reflexion an der Ionosphäre wirklich weltweite Verbindungen möglich. Je nach
Ionosphärenzustand und Frequenz, die man nutzt, kann man halt unterschiedliche Reichweiten erreichen. Aber das hängt halt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Wie gesagt, ich habe Anfang diesen Jahres angefangen. Ich mache auch einigen Betrieb auf der Kurzwelle, hauptsächlich portabel oder eigentlich nur portabel. Und das sind ungefähr so die Reichweiten, die ich jetzt in diesem Jahr hinbekommen hatte. Also dass man sieht, man kriegt Alaska, Brasilien, Indonesien, Japan und ganz viel Europa. Genau, also das, die Abkürzung QSO, also Verbindung. Und wie gesagt, wenn man so eine Verbindung bestätigt, dann gibt es auch QSL-Karten für. Das heißt, man kann sich entweder wirklich per Post QSL-Karten zuschicken oder man kann sich auch, es gibt auch einfach digitale QSL-Karten. Wofür man die noch gebrauchen kann, dazu werde ich gleich auch nochmal was sagen. Also es gibt auch noch, also man kann sie natürlich einfach sammeln, aber die haben auch noch einen anderen Nutzen teilweise. Dann haben wir den Bereich VHF und UHF. Das kennt man von den üblichen Handfunkgeräten. Zum Beispiel gibt natürlich auch größere VHF und UHF Anlagen. Das sind dann so Frequenzen bei VHF von 30 bis 300 MHz und man hat Pi mal Daumen eine Reichweite, ich sag mal Horizont, also geografischer Horizont plus 15%. Das heißt, wenn man auf den Berg geht, hat man natürlich deutlich bessere Reichweiten, als wenn man jetzt irgendwie im Tal sitzt und versucht, von dort aus irgendwie Funkbetrieb zu machen. Und bei UHF ist das von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig, aber man sagt, dass das so Line of Sight ist, also 300 MHz bis 3 GHz. Und was auch interessant ist, deswegen kommt man nicht unbedingt um die ganze Welt, die gehen meistens durch die Ionosphäre durch. Es gibt halt besondere Wettererscheinungen, wo dann auch höher frequentere Wellen von der Ionosphäre reflektiert werden. Aber das ist eine seltene Besonderheit. Deswegen nutzt man in der Regel die Raumwelle, die wir eben gesehen haben auf der Grafik. So, da gibt es jetzt noch höhere Frequenzen, UHF und noch höher. Das heißt, wir haben den Gigahertz-Bereich. Das heißt, auch relativ dicht an den WLAN-Frequenzen gibt es Zuteilungen. Und es gibt auch, ich habe grob gezählt, ich glaube, das sind über 15 Zuteilungen bis zu 250 Gigahertz, die dann in unterschiedlichen Abständen zugeteilt sind. Das heißt, man kann im Amateurfunk auch extrem viel im Gigahertz-Bereich machen. Und wenn man mal guckt, also die WLAN-Frequenzen sind ja, glaube ich, bekannt, wo die ungefähr liegen. Und die Amateurfunkfrequenzen, also unter anderem gibt es Amateurfunkfrequenzen, die sehr dicht dran sind, beziehungsweise sich teilweise sogar mit den WLAN-Frequenzen überschneiden. Wobei dann der Amateurfunk halt Sekundärnutzer ist. Das heißt, man sollte jetzt nicht andere Leute stören, sondern sollte seine Sendeanlagen so nutzen, dass man andere jetzt nicht stört, dass andere jetzt kein WLAN mehr nutzen können. Aber wenn man sieht, WLAN darf mit 200 Milliwatt beziehungsweise 1 Watt EIRP, also auch wieder abgestrahlte Antennenleistung in Bezug auf eine Referenzantenne machen. Und im Amateurfunk darf man bei der Klasse E 5 Watt auf die Antenne geben und man kann halt auch wirklich sehr stark gerichtete Antennen bauen mit einem sehr hohen Gain. Und bei der Klasse A darf man sogar 75 Watt draufgeben. Das heißt, man kann richtig weite Richtfunkstrecken damit bauen. Und man hat da ja auch Bandbreiten, die absolut vergleichbar sind mit WLAN. Und dann kann man sich ja denken, dass da auch sehr hohe Datenübertragungsraten möglich sind. Dann, last but not least, Lang- und Mittelwelle ist, glaube ich, für die meisten schwierig, sich ja solche Antennen in den Garten zu stellen. Aber man darf auch auf Lang- und Mittelwelle senden. Ich habe mitbekommen, es gab Funkamateure, die haben ein Grundstück gekauft in Süddeutschland mit einer Baulast. Und diese Baulast war ein alter Mittelwellensender. Und die machen damit dann halt jetzt Amateurfunkbetrieb. Also solche Sachen gibt es dann auch. Man darf ja auf diesen Frequenzen senden, also muss man sie natürlich auch mal nutzen. Aber was durchaus möglich ist, zum Beispiel auf dem 160 Meter Band, das ist auch im Bereich der Mittelwelle, da kann man schon einen Halbwellendipol bauen, der ist dann halt auch 80 Meter lang. Das kann man vielleicht auch mal auf einem Feld irgendwo
aufspannen, wenn man jemanden nett gefragt hat. Also das geht theoretisch ja auch. Genau. Ja, auf einem Feld aufspannen ist auch das Stichwort. Ich hatte ja gesagt, ich arbeite meistens portabel und das ist, glaube ich, auch für viele eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit. Ich wohne in einer Mietwohnung, habe keine Möglichkeit, eine große Antenne aufzubauen. Und viele sagen dann, ja gut, dann kann ich es mit Amateurfunk ja vergessen. Ich kann ja keine Antenne aufbauen, keine Chance. Aber der Portabelbetrieb macht extrem viel möglich. Wir haben in Deutschland wunderbare, tolle Parks und auch Naturschutzgebiete, in die man gehen kann, wo man eine Antenne einfach aufbauen kann. Und man sieht dadurch wirklich Orte in seiner Umgebung, die man vorher nie entdeckt hätte. Insbesondere, wenn man das mit Aktivitätsprogrammen verknüpft. Zu den Aktivitätsprogrammen komme ich gleich auch nochmal. Und die Ausrüstung ist mittlerweile auch relativ erschwinglich geworden, passt in den Rucksack, passt aufs Fahrrad. Das heißt, man kann sich einen kleinen Funkrucksack zusammenstellen und kann dann einfach rausfahren und draußen Funkbetrieb machen. Und wie gesagt, das, was ich da eben gezeigt hatte auf der Karte, das war Sprechfunk, das war rein portabel. Also man kann da schon eine Menge machen im Portabelbetrieb. Ich habe da nochmal ein paar Bilder, jetzt auch nochmal zu meiner Ausrüstung. Also das ist hier halt mein Funkgerät. Das ist hier ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akku und eine selbstgebaute Antenne, wobei das Teleskop ist von AliExpress. Aber der Rest ist selbstgebaut, gibt es eine super Anleitung auf draußenfunker.de. Und ja, was zahlt man für so eine Ausrüstung? Also man ist auf jeden Fall, wenn man eine wirklich gute, solide Ausstattung haben will, die wirklich auch im oberen Mittelfeld ist, dann kommt man, glaube ich, so mit roundabout, also auf jeden Fall unter 850 Euro, würde ich schätzen. Also fürs Funkgerät, also an meinem Beispiel, das hat jetzt irgendwie 650 Euro gekostet. Für einen Akku kann man auch nochmal 150 rechnen. Und die Antenne, die baut man ja größtenteils selber. Das ist dann vielleicht mit Materialkosten 50 Euro. Aber es geht auch noch deutlich günstiger. Also es gibt zum Beispiel Selbstbau-Kits. Da kriegt man ein Kit für 100 Euro, das kann man selber zusammenlöten, das Gehäuse kann man mit einem 3D-Drucker drucken und kann damit auch Portabelbetrieb machen. Und die selbstgebaute Antenne geht ja wunderbar und man braucht dann auch nicht mehr so einen großen Akku dafür, weil ich sag mal, das so ein Selbstbau-Kit, da gibt es gute QRP-Transceiver, also Transceiver mit wenig Leistung, die machen dann vielleicht 5 Watt, aber man kommt trotzdem damit erstaunlich weit. Also das geht auch. Das heißt, man kann preislich auch noch ein bisschen günstiger einsteigen ins Hobby, wenn man möchte. Genau. Portabelbetrieb ist das eine. Dann gibt es, also Portabelbetrieb mache ich halt, wie gesagt, hauptsächlich auf der Kurzwelle. Portabelbetrieb kann man natürlich auch machen im VHF- und UHF-Bereich mit so einem Handfunkgerät. Und damit man mit so einem Handfunkgerät noch weiterkommt, gibt es halt auch Amateurfunk-Repeater. Die gibt es wirklich weltweit. Also wenn man irgendwo im Urlaub ist als Funkamateur, ist so das Erste, was man macht, erstmal gucken, ist irgendwo ein Repeater in der Nähe und erstmal auf dem Repeater rufen und sagen, ich bin da. Und meistens lernt man dadurch auch noch echt spannende Leute kennen. Das ist halt von Funkamateuren betriebene Infrastruktur, die in der Regel, ich sag mal, in einem Duplex-Betrieb läuft. Das heißt, man sendet auf einer Frequenz und der Repeater sendet es auf einer unterschiedlichen Frequenz zurück. Und dadurch können dann halt auch Leute, die noch weiter voneinander entfernt sind, miteinander in Kontakt treten, insbesondere weil die Standorte natürlich auf Funktürmen oder auf Bergen sind, also die sind sehr hoch und ich hatte ja gesagt, man hat bei VHF Horizont plus 15%, das heißt, man hat eine unfassbar gute Abdeckung, das heißt, man kann auch mit einem Handfunkgerät, wenn man draußen ist, auf einem 50 Kilometer entfernten Repeater locker draufkommen, das geht. Und meistens sind das halt VHF und UHF-Bänder. Es gibt auch zum Beispiel 10-Meter-Repeater, aber das ist total witzig. Es gibt zum Beispiel in Hamburg einen 10-Meter-Repeater, wo je nach Ausbreitungsbedingungen, weil das ist ja Kurzwelle und dann wird auch 10 Meter gerne mal von der Ionosphäre reflektiert, wo dann auf einmal russische Stationen auf dem Repeater sind in Hamburg, weil die Ausbreitungsbedingungen einfach so gut sind. Und ja, auch nochmal als Tipp, einfach mal auf repeatermap.de gehen. Da kann man gucken, ob man in der Nähe vielleicht Repeater hat. Und es gibt auch noch eine tolle App, Repeaterbook. Gibt es bei F-Droid, gibt es auch im Play Store und gibt es auch im iOS App Store.
Ja, jetzt haben wir Amateurfunk-Repeater, die auf Bergen stehen, die auf Türmen sind. Und da ist natürlich die Frage, geht es nicht noch höher? Also wenn wir schon auf Bergen sind und wir wissen ja auch, oder ich hatte ja gesagt, VHF, UHF, das geht durch die Ionosphäre durch. Und ja, es geht noch höher. Es gibt halt Amateurfunk-Repeater im Weltraum, also geostationäre und auch umlaufende Satelliten. Schätzungsweise, da gibt es Websites, wo man gucken kann, wie viele aktuell aktiv sind, welche zuletzt gehört worden sind. Es gibt halt wirklich so 50 bis 100 aktive Amateurfunksatelliten, die von Funkamateuren auf die Reise geschickt worden sind. Da muss man nichts für bezahlen, man kann die einfach so benutzen. Und es gibt auch noch das ARISS-Projekt, die haben unter anderem, also das Projekt macht noch mehr, die machen auch ISS-Kontakte mit Schulklassen beispielsweise, aber die haben auch einen Amateurfunkrepeater auf die ISS gesetzt. Und Astronauten sind wirklich sehr häufig Funkamateure und oft sind es natürlich Schulklassen, die dann diese Kontakte machen mit Astronauten. Aber man kann halt auch einfach Glück haben, wenn ein Astronaut einfach jetzt Funkbetrieb macht, dass man den kriegt und mit dem ein Gespräch führt. Also es gibt durchaus, ich sag mal, den 0815-Funkamateur, der einfach Glück hatte und man mit einem Astronauten gesprochen hat, der gerade im Weltraum ist. Also das geht auch. Und es gibt auch noch AMSAT, das ist halt eine weltweite Gruppe zur Entwicklung und für den Bau und Betrieb von Amateurfunksatelliten. In Deutschland gibt es AMSAT-DL, das ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, wo man sich auch als Funkamateur engagieren kann, wenn man Spaß an dem Thema hat. Ich habe leider noch keine Satelliten-QSOs gemacht, deswegen habe ich einen anderen Funkamateur gefragt, ob ich mal ein Bild von ihm benutzen kann. Das ist nämlich auch portabel möglich, das heißt, man braucht halt wirklich nur eine Antenne mit einer guten Richtwirkung. Da in dem Screenshot sieht man halt auch noch eine App, die einem dabei hilft, die Antenne richtig auszurichten. Und meistens ist das bei so Amateurfunksatelliten so, dass man auf dem 2-Meter-Band sendet, also das sind hier diese Elemente von der Yagi, und dass man dann auf 70 Zentimeter empfängt. Und man kann dann halt auch wirklich weite Kontakte machen, weil der Satellit kann ja auch von einem anderen Punkt auf der Erde relativ gut erreicht werden. Und das gilt auch für die Kurzwelle, das ist halt auch das Spannende am Amateurfunk, man weiß halt nie, was man kriegt. Man macht das Funkgerät an und manchmal sind die Ausbreitungsbedingungen verrückt und man kriegt wirklich Stationen am anderen Ende der Welt. Und genauso ist es natürlich auch mit Satelliten. Man weiß halt nicht, wer da auf der anderen Seite jetzt versucht, mit dem Satelliten Kontakt zu machen. Gut, jetzt haben wir Satelliten. Ist die Frage, geht nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr als Satelliten? Und die Antwort ist natürlich ja, es geht noch mehr als Satelliten. Es gibt im Amateurfunk nämlich auch noch was, nämlich Moonbounce nennt sich das. Wir haben nämlich ja einen super guten Repeater um die Erde noch kreisen, nämlich den Mond. Das heißt, der Mond wird wirklich als passiver Reflektor für elektromagnetische Wellen genutzt. Und das ist sehr anspruchsvoll, geht aber auch mit portablen Stationen, da sage ich gleich nochmal was zu. Aber meistens für so EME-Verbindungen, also Erde, Mond, Erde, braucht man dann schon oder sind viele Stationen, die so große Antennen hier haben. Der Funkamateur, der diese Antenne hier betreibt, der hat einen gewissen Bekanntheitsgrad in Amateurfunkkreisen, weil er auch das chinesische Weltraumprogramm unterstützt und denen dabei hilft, Satelliten zu steuern, wenn die Chinesen halt vom Boden halt keinen Kontakt herstellen können zu den Satelliten. Also da ist schon eine Menge möglich und das so sieht dann halt eine große EME-Station aus. Die haben halt, da gehen dann halt wirklich so die 750 Watt raus und das ist dann halt eine enorm große Antenne. Also bei der Antenne ist das so, der Rotor da oben, der stammt aus einem Marder-Panzer. Also das ist dann halt auch wieder der Selbstbau im Amateurfunk, was manche Funkamateure dann auf die Beine stellen. Und AMSAT-DL hat 2009 sogar EVE geschafft. Also die haben wirklich Erde, Venus, Erde geschafft mit Funkwellen. Aber die haben natürlich ein bisschen anderes Equipment, als man jetzt irgendwie vielleicht im Keller stehen hat. Genau, da ist hier nochmal ein Bild von dem Flo, von dem Delta Foxtrot 2 Echo Tango. Der hat nämlich auch mit portabler Ausrüstung ein EME-QSO geschafft. Also halt auch mit so einer portablen Yagi-Antenne.
Und meistens ist es dann halt auch so, wenn man dann so einen EME-Kontakt macht als portable Station, da habe ich einige Berichte gelesen, dass dann die Gegenstation dann so eine große Station ist, wie man sie eben gesehen hat, die dann so das Heavy Lifting macht, weil die können natürlich ordentlich Leistung draufgeben, die wir mit der kleinen Antenne dann empfangen können. Und die haben halt auch so eine große, gute Antenne, die dann halt auch die schwachen Signale von unserer kleinen Antenne aufnehmen können. Aber es geht auch als portable Station. Das heißt, man muss nicht so eine große Station im Garten stehen haben mit ja, einem Rotor aus einem Marderpanzer, sondern man kann da auch mit kleineren Mitteln mitmachen. Genau. Mitmachen ist auch noch ein gutes Thema. Auch nochmal eine Referenz auf die MRMCD 2019. Ich will spielen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten im Amateurfunk, zum Beispiel das Contesting, Diplome und auch verschiedene Aktivitätsprogramme. Fangen wir mal an mit dem Contesting. Da geht es wirklich darum, in einem festgelegten Zeitraum möglichst viele Verbindungen zu schaffen. Da wird dann zum Beispiel gesagt, der Contest gilt für das 20-Meter-Band, wie auch immer, und man muss bestimmte Stationen arbeiten mit bestimmten Eigenschaften und man übergibt dann sich gegenseitig eine laufende Nummer oder eine andere Information, weil dann natürlich die ganzen Teilnehmer am Contest nachher ihre Logs hochladen. Also man loggt halt im Amateurfunk sehr viel. Und dann werden die Logs natürlich nochmal abgeglichen, ob das denn so plausibel ist. Und dann werden dann für korrekte Logs werden dann Punkte vergeben. Und man kann in verschiedensten Klassen teilnehmen. Das unterscheidet sich zum Beispiel in der Leistung. Dann gibt es halt so Kategorien, wo man halt dann die volle Leistung fährt. Es gibt Low Power. Beim Contesting sind 100 Watt schon Low Power. Und es gibt auch noch QRP, also wenig Leistung, wo man dann meistens 5 Watt bei Morsetelegrafie, 10 Watt bei Sprechfunk. Man kann im Team teilnehmen, es gibt Einzelteilnahme, also es gibt extrem viele Conteste und gefühlt ist auch jedes Wochenende irgendein Contest. Man kann sich im Internet schlau machen, welche Regeln gelten und kann einfach mitmachen und lädt dann seine Logs hoch. Dann haben wir einmal die Diplome, dann sind wir wieder beim Sammeln. Da kann man dann zum Beispiel, da kommen dann auch wieder die QSL-Karten mit ins Spiel, dass man halt Locator sucht. Für die Locator habe ich auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Also wir befinden uns jetzt hier im Maidenhead Locator, Juliet November 49, Hotel Victor. Im Maidenhead Locator, das ist halt ja sowas ähnliches wie Längen- und Breitengrade, halt eine andere Art und Weise, wie man sozusagen die Welt in einzelne Quadrate oder eher Rechtecke unterteilen kann. Und die werden halt im Amateurfunk hauptsächlich genutzt. Und da gibt es dann auch Leute, die versuchen, möglichst viele Locator hinzukriegen, bestimmte Präfixe hinzukriegen, Länder zu sammeln, Ortsverbände zu sammeln von großen Clubs. Ein Diplom, das ich im Moment ein bisschen probiere, ist das DXCC 100. Das heißt, man muss es schaffen, 100 bestätigte Funkverbindungen mit unterschiedlichen Ländern bzw. Amateurfunkregionen hinzukriegen. Und das ist schon schwierig, weil man ja auch immer die Bestätigung braucht. Nicht jede Station schickt einem ja automatisch eine Bestätigung zu. Das heißt, man muss hoffen, wenn man da eine Karte hinschickt, dass man was zurückkriegt. Es gibt auch die Möglichkeit, digitale Bestätigungen zu machen. Es gibt zum Beispiel das Logbook of the World. Wenn man sich da einmal identifiziert hat gegenüber der ARRL, das ist der große Amateurfunkverband in den USA, bekommt man dann einen Key und kann dann seine Logs signiert hochladen. Und wenn dann die Gegenstation auch die Logs signiert hochgeladen hat und das matcht, dann zählt das halt auch als Verbindung, die man dann für manche Diplome benutzen kann. Und genau, man reicht das halt ein und bekommt dann halt eine Urkunde. Die kann man halt entweder digital bekommen oder kriegt sie in Papier, zahlt dann meistens einen kleinen Unkostenbeitrag oder eine Spende, weil es ja schon auch Arbeit ist, diese ganzen Diplomanträge zu überprüfen, und bekommt dann sozusagen seine Urkunde. Und da gibt es halt auch Leute, genauso wie beim Contesting, es gibt Funkamateure, die machen nur Contests, es gibt welche, die machen nur Diplome, manche machen nur Selbstbau, manche machen nur Antennenbau. Also jeder findet da irgendwie sein Rabbit Hole oder seine Nische, die ihm oder ihr halt Spaß macht. Genau, dann kommen wir nochmal zum Thema Aktivitätsprogramme. Das ist eine Sache, die ich auch sehr viel mache im Portabelbetrieb. Da geht es darum, einen bestimmten Ort zu aktivieren. Das bedeutet, man geht zu einem bestimmten Ort hin, der eine Referenznummer hat.
Das ist jetzt zum Beispiel bei SOTA, Summits on the Air, das ist dann ein bestimmter Berggipfel, der eine bestimmte Referenznummer hat. Oder bei POTA, Parks on the Air, das ist dann ein bestimmter Nationalpark oder anderer Park, den man dann betritt, der eine Referenznummer hat. Und dann macht man von diesem Ort aus portablen Betrieb. Und dann gibt es andere Funkamateure, die oft Hunter oder Chaser genannt werden. Die versuchen dann unbedingt eine Verbindung mit einem hinzukriegen, weil die auch Punkte dafür bekommen. Und kann man dann halt auch, das ist so eine Mischung aus Contest und Diplom, würde ich halt sagen. Man konkurriert halt mit niemandem, man sammelt seine Punkte für sich selbst, aber man kann ja auch schon gucken, oh, der hat schon so und so viele Punkte oder ich habe so und so viele Punkte. Und ganz wichtig, also hier die Beispiele, also SOTA, Summits on the Air, POTA, Parks on the Air, Castles on the Air, Beaches on the Air, Islands on the Air und natürlich ganz wichtig, hier rechts ist noch ein Schild vom 37C3, Toilets on the Air, mache ich nochmal Werbung zu für beim 38C3 auch unbedingt bei TOTA mitspielen. Es wird auch eine Möglichkeit geben, sehr wahrscheinlich für Leute, die noch keine Lizenz haben, auch mitzumachen, aber das ist halt auch ein besonders gutes Aktivitätsprogramm natürlich, wo man dann sozusagen versucht, von verschiedenen Toiletten im CCH Funkkontakte zu machen. Ja, jetzt habe ich hier nochmal die Lizenzübersicht nochmal kurz wieder reingeschoben, weil ich jetzt ein bisschen mehr erzählt habe und jetzt vielleicht der eine oder die andere sich jetzt fragt, naja, welche Lizenz brauche ich denn jetzt für die Sache, die ich jetzt interessant fand? Genau, bei der Klasse N ist es so, mit 2 Meter und 70 Zentimeter seid ihr solide unterwegs, wenn ihr über Repeater-Betrieb machen wollt. Bei der Sendeleistung könnt ihr auf jeden Fall Handfunkgeräte benutzen für 2 Meter und 70 Zentimeter. Ihr könnt aber auch aufs 10 Meter Band, das ist halt ein Kurzwellenband, man nennt das im Amateurfunk, das ist nicht immer offen. Das heißt, die Bedingungen in der Ionosphäre sind nicht immer so, dass man besonders weite Verbindungen hinbekommt, aber man hat die Möglichkeit. Also man kann halt auch mit der kleinen Klasse N schon wirklich Verbindungen hinkriegen, was weiß ich, nach Indien. Man braucht natürlich ein bisschen mehr Glück. Es gibt Kurzwellenbänder, die sind deutlich zuverlässiger, was weite Verbindungen angeht. Und man hat natürlich eine relativ geringe Sendeleistung. Dafür ist es natürlich ein super Einstieg, um erstmal zu gucken, gefällt mir das überhaupt und investiere ich jetzt noch mehr Zeit, um eine größere Lizenzklasse zu machen, weil man da ja natürlich noch deutlich mehr Fragen beantworten muss. Mit der Klasse E geht es dann weiter. Das ist ja dann die erweiterte Klasse. Man kann dann halt wirklich schon 100 Watt PEP machen. Das ist natürlich schon extrem gut. Vielleicht nochmal der Rücksprung zu N, was die Satelliten-QSOs angeht, weil 2 Meter und 70 Zentimeter sind ja Bänder, auf denen man Satellitenbetrieb machen kann. Da habe ich im Internet schon Diskussionen gelesen, naja, kann man mit 10 Watt EERP denn wirklich Satellitenbetrieb machen? Und die Antwort war dann so ein bisschen, ja, wenn man die Kabelverluste sehr großzügig rechnet, dann kann man auch mit der Klasse N Satellitenjagd gehen. Aber bei der Klasse E müsst ihr euch dann natürlich deutlich weniger Sorgen machen, ob ihr die Leistung einhaltet, weil ganz ehrlich, mit 100 Watt PEP, das geht locker. Also mit der Klasse E könntet ihr auf jeden Fall richtig gut Satellitenkursos machen. Da kriegt ihr auch heute noch die ganzen Gigahertz Bereiche dazu, also hier Wellenlänge kleiner gleich 13 cm, also da dieser ganze Gigahertz-Bereich, der sehr dicht am WLAN ist, Richtfunk, das kriegt ihr auch alles dazu. Dann kriegt ihr die Mittelwelle dazu mit einem 160 Meter Band und vor allen Dingen auch sehr interessant, das 80 Meter Band, das ist halt auch ein Kurzwellenband, wird gerne sozusagen das Deutschlandband genommen, weil man eigentlich ganz Deutschland ganz gut damit erreichen kann, vor allen Dingen in der Nacht. Aber es sind auch deutlich weitere Verbindungen möglich auf dem 80-Meter-Band, wenn man Glück hat, wenn die Bedingungen halt stimmen. Und man bekommt auch noch das 15-Meter-Band. Das ist ein echt super spannendes Band, finde ich, mit dem man wirklich unfassbar gute Verbindungen hinbekommt. Also mein Erlebnis auf 15 Meter war, also ich hatte meine Sachen aufgebaut, habe mal auf dem 15-Meter-Band gehorcht und dann höre ich auf einmal, wie ein Amerikaner mit einem Japaner spricht und ich kann beide Seiten hören und dachte, okay, wow, das geht
ziemlich gut gerade. Also da kann man schon echt viel Spaß haben auf 15 Meter mit der Klasse E. Und bei der Klasse A kriegt man halt auch noch ein paar Bänder dazu. Zum Beispiel das 20 Meter Band. Also das ist tatsächlich das Band, was ich selber am häufigsten nutze, weil es halt super zuverlässig ist. Das heißt, selbst bei schlechten Funkbedingungen kann man mit 20 Meter eigentlich immer noch sehr viel ausrichten. Also das ist so ein bisschen Fail-Safe. Und auch auf 40 Meter geht auch ziemlich viel und auch meistens europaweit. Das sind halt auch nochmal sehr schöne Bänder, die dazu kommen. Und man darf natürlich die 750 Watt machen. Das ist natürlich interessant, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwo eine Clubstation zu nutzen. Oder vielleicht hat man auch zu Hause die Möglichkeit, sich so eine Station aufzubauen. Ich selber, wie gesagt, habe noch nicht so viel Leistung genutzt, aber ich sag mal, haben ist besser als brauchen, man weiß ja nie. Genau, dann noch einmal Amateurfunk und Free und Libre und Open Source Software oder halt auch Open Hardware. Es gibt zum Beispiel, hatte ich ja auch schon gesagt, Kits, die man bauen kann. Es gibt Open Hardware Transceiver, wie zum Beispiel den True SDX, der da auch auf dem Bild zu sehen ist oder teilweise auf dem Bild zu sehen ist, da ist er noch nicht fertig gebaut. Es gibt zum Beispiel Logbuch-Software wie Wavelog, also den Screenshot mit den Verbindungen, den ich vorhin gezeigt habe, der war aus Wavelog. Es gibt YFK-Log, das ist eine Curses-basiertes Logbuch, oder Not1MM, das ist auch ein Open-Source-Log für Contesting. Es gibt quelloffene Firmwares für verschiedene Funkgeräte, wie zum Beispiel OpenRTX oder OpenGD77. Es wird ein nicht proprietäres Übertragungsverfahren für Digital Voice entwickelt, M17, wo es auch schon bald die ersten Geräte gibt. Man kann auch bestehende Geräte schon modifizieren, um M17 zu nutzen. Aber ich hatte letztens auch gesehen, dass es bald auch schon das erste kommerzielle Gerät geben wird, wo man dann auch diesen Standard nutzen kann. Guckt einfach mal auf opensource.radio. Das ist eine super gute Sammlung, wo man sehen kann, was es alles auch so an Open-Source-Dingen im Amateurfunk gibt. Ja, das war eigentlich die Spitze des Eisbergs. Also es gibt noch so viele andere Bereiche, wo ich nicht so tief drauf eingehen kann. Notfunk, Gigahertz-Bereich, Antennenbau, super spannendes Hobby. Ich kenne Leute, die bauen nur Antennen, machen nichts anderes und testen eigentlich immer nur ihre neuen Antennen, simulieren ihre Antennen. Dann QRP ist noch ein Thema, wie kann man aus möglichst wenig Leistung super viel rausholen. Es gibt dezentrale Netzwerke, wie zum Beispiel Hemnet, das ist dann halt wirklich TCP/IP über Amateurfunk, oder auch das Dubnet, das ist ein Pager-Network. Dann gibt es halt noch, wie gesagt, den Digitalfunk, DMR über das Brandmeister-Netzwerk, vieles, vieles mehr. Das sind jetzt eher so Teaser, um vielleicht nochmal zu googeln und nochmal nachzugucken. Also es ist halt nicht möglich, alles reinzukriegen, und ich merke auch, die Zeit wird knapp. Eine super wichtige Sache ist halt auch das Thema Community. Es ist eine weltweite Gemeinschaft. Ich war vor 2 Wochen in Serbien, habe da einen Funkamateur getroffen, mit dem ich im August einfach gesprochen hatte auf der Kurzwelle. Der hat mich dann auch nochmal eingeladen in die Clubstation da vor Ort. Also man lernt halt auch wirklich weltweit Leute kennen dadurch. Es gibt Vereine, die so eine, ich sag mal, Interessensvertretung machen, zum Beispiel den DARC in Deutschland. Das ist insofern auch wichtig, um halt diese nicht kommerziellen Frequenzen zu verteidigen gegen kommerzielle Interessen. Deswegen ist es auch ganz gut, da eine Interessenvertretung zu haben. Es gibt auch einen besonderen DARC-Ortsverband, Delta 23, das ist die Chaoswelle, wo auch, glaube ich, sehr viele hier im Chaos Mitglied sind. Ich selber bin in einem lokalen Ortsverband, wo ich auch meinen Lizenzkurs gemacht habe. Die unterscheiden sich total stark. Also es gibt Ortsverbände im DRC, die total viel machen, super aktiv sind. Es gibt auch welche, das sind Leute, die kennen sich seit 30 Jahren, die treffen sich zum Schnacken und trinken dann ein Bierchen. Also man muss halt auch mehrere Ortsverbände mal ausprobieren, um den richtigen dann zu finden. Aber es empfiehlt sich auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt noch zum Abschluss ein paar Online-Anlaufstellen. Die Draußenfunker sind eine super coole Community, insbesondere wenn es um Portabelbetrieb geht, aber halt auch allgemein eine richtig tolle Community. Da gibt es einen Discord. Ich bin selber kein großer Discord-Fan, aber ich sage, auch als Nicht-Discord-Fan hat es sich für mich gelohnt, mir einen Discord-Account für diese Community zu machen. Finde ich richtig gut. Und auch für Leute, die für die Prüfung lernen oder einfach nur Interesse an Amateurfunk haben, kann ich es empfehlen. Dann 50ohm.de. Da gibt es eigentlich alles, was man so für die Prüfung braucht. Auch Links zu Präsenz- und Online-Kursen.
Dann lcwo.net, wenn man Morse-Telegrafie lernen will, super Seite. Dann natürlich auf der Homepage vom DRLC kann man viel erfahren. Und auch die Bundesnetzagentur hat unter bnetza.de/amateurfunk sehr viel Informationen zum Thema Amateurfunk. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja. Ich habe eine Fluchfrage. Ich weiß gar nicht mehr, die Methode hat am Anfang gesagt, dass es eine Funkmethode gibt, über das man auf TCP/IP sprechen kann. Kryptografie ist nicht erlaubt. Darf man dann verschlüsselte TCP/IP-Verkehr über diese Funkmethode schicken? Nein, darf man nicht. Ja, aber es gibt ja noch Steganographie, habe ich nicht gesagt. Weitere Fragen? Dann, wie gesagt, Dankeschön.